Da lasse ich mir den harmlose Gestalt Zeit. Bin hoffentlich in Stimmung genug nach der Ansprache, die ich den Herren schon gehalten habe. Weil diese Schlacht wollen wir gewinnen, wir müssen sie gewinnen, zu Ehren der Göttin. Und das sieht scheiße aus. Ja, du stimmst dich so ein bisschen auf den Zauber ein, bist gerade gelandet, riechst einmal, du kannst es spüren. Du warst noch nie auf der Insel, aber es riecht neu, aufregend, erregend. Und versuchst dich so ein bisschen, ja, in Stimmung zu bringen, versuchst harmlos auszusehen, konzentrierst dich, streichst nochmal über dein Kleid, über deine, steckst dein Besen oder dein Stab zurück und, ja, gut. Hat wohl beim ersten Anlauf nicht so geklappt. Du weißt, dass du für diejenigen immer noch aussiehst wie Romini. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Ich schaue mich nervös um, wie die Wachen sich verhalten, ob sie Patrouille laufen, ob sie da rumstehen. Versuche mich zu verbergen. Ja, du siehst, dass hier wohl zwei Legionäre stehen, die sehr archaisch gekleidet sind, wenig gerüstet, haben auf alle Fälle einen sehr makabren Bogen auf ihrem Rücken und du hörst wohl, dass einige Maraskaner in ihrem sehr eigenen tulamidischen Dialekt schwatzen in diesen ja, Hütten, Baracken, eingepfercht, wie sie da sind. Und einige andere kannst du immer noch auf dem Feld sehen, wobei da geht gerade so ein bisschen Bewegung in das Feld. Die werden wohl gerade alle zusammengetrieben und alle in diese Baracken gepfercht. Einige Leute laufen wohl auch gerade in Richtung der Hütten. Hier ist gerade eine ganze Menge an Tohuwabohu, denn naja, die haben das Schiff mittlerweile entdeckt und versuchen sich jetzt gerade zu rüsten. Und ja, versuchen jetzt so nach und nach die Leute einzupferchen. Und die stehen hier gerade rum und da unterhalten sich. Ja, Patrouille laufen sie nicht. Sie achten einfach nur darauf, dass die Leute jetzt eben alle in die Häuser gehen, wo sie eben reingehören. Gut, dann versuche ich mich hinter den beiden Hütten hier zu verbergen, dass ich von den Wachen nicht erkannt werde. Atme mehrmals tief durch. Werde dann 5 Minuten warten müssen, bis ich mich neu gesammelt habe, um dann erneut zu versuchen, harmlos auf meine gewünschten künftigen Mitstreiter zu wirken. Okay, ja, du weißt, die Sternkraft ist schon einmal aus deinen Füßchen geflossen in den Boden hinein. Ein paar kleine Blümchen, ein bisschen Unkraut, was jetzt hier an der Stelle gewachsen ist, wo du ja jetzt den Zauber reingepumpt hast und siehst eben, wie in diesen 5 Minuten die Arche weiter auf das Festland zumarschiert. Ich bin natürlich sichtlich nervös. Jetzt muss der Zauber gelingen. Und Göttin, steh mir bei. Es ist zu deinem höheren Ziel, dass wir diesen Menschen helfen. Und es wirkt doch schon etwas. Nun ja, ganz harmlos werde ich wahrscheinlich nicht wirken, aber doch angepasster. Schauen wir mal nach. Was sagt denn die harmlose Gestalt zu der Magieresistenz? Einen Augenblick, bitte. Wird nicht berücksichtigt. Die Realitätsdichte beträgt ZFP Stern halbe plus 7 Punkte. Sind wir Okay. bei 8? Ja, ich wollte gerade sagen, 2 halbe sind 1 plus. Okay. Und hält insgesamt 2 Spielrunden jetzt. Sind 10 Minuten. Okay, ja, dann bist du dir sicher, dieses Mal hat es geklappt. Und du siehst, wie eben so ein kleiner Schemen sich über dich legt. Und du wirkst wie in Kamottkleidung gerüstet. Ebenso weißt du, dass du gerade ein Hartholzharnisch. Naja, wirklich ein Hartholzhandschuh ist es nicht, aber diese typischen weiten Kleider, ist es nur eine Sphäre, eine unsichtbare Wand, die jetzt darüber gelegt worden ist. Ja, dann geselle ich mich zu den Truppen, nur so
als würde ich auch Araskana hier hineintreiben und bleibe dann ganz zufällig, wenn es sich einrichten lässt, in der mittleren Baracke zurück. Hey, was machst du hier? Wo ist dein Bogen? Ich antworte ihm nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab dich was gefragt. Zu meiner Arbeit. Deine Arbeit? Wie soll die aussehen? Wir werden angegriffen. Hol dir jetzt deinen scheiß Bogen. Ja, ja, mach mal keinen Stress. Kein Stress, die Arche marschiert auf uns zu. Xerans Truppen landen hier an. Überreden, Probe. Du meinst... Schwetten? Nur 3. Und du meinst, das ist unser größtes Problem, ja? Was willst du denn jetzt da drin machen? Baracken inspizieren. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, du helle Leuchte. Wir sind Spione unterwegs. Und wenn wir die nicht ausfindig machen, bevor dieses gottverdammte Schiff hier anlandet, dann haben wir mehr als nur ein Problem. Kapiert? Spione? Wie kommst du darauf? Meine Güte, Junge. Mach einfach du deine Arbeit, ich meine, und jetzt schwing die Hufe. Okay. Ja, wenn du in die Baracke reingehst, hörst du noch, wie sie sich unterhalten. Ist das eine neue Offizierin? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie aus dem Wald gekommen. Kennt die auch nicht alle. Scheiß Kamot gerade. Ja, dann stehst du in der Baracke und vor dir 10 Maraskaner, die dich ansehen. Legen gerade wohl ihre Arbeitsgeräte, ihre Eggen gerade beiseite, sortieren die gerade alles auf so einen Waffenständer ist das wohl und versuchen noch ein bisschen die Erde abzuputzen. Ich schaue mir einen aus, der am vertrauenswürdigsten für mich erscheint und... Tudor, wie ist dein Name? Auf was? Tudor mit dir? Ich versuche es erstmal mit Gareti. Weil mein Name, weil mein Tulamidia noch bescheiden ist. Bruder, Schwester, wie können wir dir helfen? Wenn ihr zusammenarbeitet und euch gleich, wenn hier die Arche anlandet, gemeinsam mit mir vom Acker macht, um diese Bastarde leiden zu lassen. Aber Bruder, Schwester, warum... Also, das ist gefährlich. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber es kommen viele tapfere Männer und Frauen gleich von diesem Schiff. Ich deute aus einem der Luken hinaus. Wir sind hier, um eure Wächter wiederzumähen und sie ihren Göttern zu überantworten. Aber, Bruderschwester, wir haben doch nur ein paar Arbeitsgeräte. Sollen wir damit den Aufstand proben, Bruderschwester? Wir werden den Aufstand proben, wenn die Hauptschlacht im Gange ist. Ein oder zwei Wächter können wir vielleicht hereinlocken und sie so bewusstlos schlagen, ihre Waffen abnehmen. Und dann werden wir mit List und Tücke diese Bastarde leiden lassen, ihnen alles heimzahlen, was sie uns angetan haben. Die Welt ist schön. Heute werden wir wiedergeboren. Oh ja, das werden wir. Ein neues Leben für uns und die Unsrigen. Sagt in den anderen Hütten Bescheid. Wir sammeln uns, bald die Wachen abgelenkt sind. Du hörst einen Schuss. Dumpf. Aus welcher Richtung? Vom Dorfplatz. Warte, hat was passiert. Kriegskunstprobe bitte von dir, um die Leute zu sammeln für einen Hinterhalt. Und wir merken uns dann die Sternchen Drittel, weil das jetzt die vorbereitende Kriegskunstprobe ist für deine Einheit. Verdammte 20. Ja, hier vergiss nicht die Erschwernis durchs Aufrechterhalten.
So, jetzt hast du 5 Minuten gewartet. Ich vermute, du wirst jetzt. Ja, wie lange musst du die jetzt aufrechterhalten? Ungefähr 15 Minuten. Also, du müsstest den Zauber nochmal nachträglich für 5 Minuten verlängern, damit du dann weiter als Anführerin durchgehst. Oder eben, du kannst sie selber nicht in die Schlacht führen. Aber einmal müsstest du noch nachwirken. Zumindest bekommst du keinen Bonus durch Hinterhalt und Überraschung. Sie ist aber einfach da. Okay. Das ist doch schon mal ein Anfang, dann hauen wir den Zauber doch noch mal raus. Gestattest du wieder doppelte Zauberdauer? Das ist mir egal. Kannst dich dann nochmal wieder zurück hinter die Baracken verkriechen. Da hast du ja quasi ja, freie Hand. Kannst auch an der Roten Legion vorbeigehen. Auch dir meinetwegen noch einen Bogen oder sowas schnappen. In der Zeit ist ja. Also 10 Minuten, da kann man eine ganze Menge machen. Und dann kannst du dich im Haus mit einem Bogen ausrüsten, kannst du die Zauberdauer verdoppeln. Und das sieht doch passabel aus, würde ich's meinen. Gut, dann wieder abstreichen und du könntest die Maraskaner und zwar 25 Stück später dann in den Krieg führen, in die Schlacht. So soll es sein. Eine halbe Meile vor dem Festland könnt ihr es donnern hören von 7 Geschützen, die auf euch abgeschossen werden. Und 3 Sekunden später werden die Einschläge in die Borkenhaut sehr, sehr spürbar. Ihr werdet umgeworfen, einige Teile fliegen umher, splittern durch das ganze Schiff. Dann, eine Sekunde weiter, später explodiert etwas und der profane Aufbau der Schützen ist einfach weg. Der Knall raubt euch oben auf dem Oberdeck, also Ephadaios, das Gehör, nur noch fiepen. An der Stelle, wo eben noch das Holz war, ist nur noch roter Sprühregen. Ephadaios verliert so ein bisschen die Orientierung und gerät vielleicht in Panik. Eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um 5 Punkte. Derweil unten werdet ihr nur leicht durchgeschüttelt. Ein leichtes Rumpeln und dann das Stapfen. Die Befehle wurden allerdings bereits gegeben. Ein weiteres Mal kracht es nicht. Dann hat die Perlenwacht, das neue Kriegsschiff, erreicht und beginnt jetzt mit dem unheiligen Tanz. Die Ranken und die Wurzeln zerstoßen die Planken, durchbrechen das Fleisch und das Unmetall zerschneidet Körper. Das Schiff setzt sich und zermalmt die Schöpfung der Menschen unter sich. Und dann öffnen sich die Tore und ihr werdet entlassen. Die Söldner und Soldaten strömen nach draußen. Natürlich haben wir vorher unseren Waffenbalsam aufgetragen. Damit leuchtet dein Schwert. Du stehst vorne, beziehungsweise halb versetzt hinter deinen Einheiten und trägst nach und nach dieses Waffenbalsam auf deine Waffe auf, die jetzt gelb, wie von Praios selbst, anfängt zu leuchten. Genauso wie dein Handschuh. Das Tor aufgeht, recke ich dann einmal das Schwert gut sichtbar in die Luft. Ran! Zum Angriff! Vorwärts! Und dann geht's los. Okay. Ja, ihr könnt sehen, wie, ja, aufgrund der Planung, die ihr gemacht habt, wird Bronn, der Jäger, mit seinen Einheiten als erstes aus dem Tor marschieren. Sie laufen in einem, ja, militärischen Schritt, in Richtung des kleinen Dorfplatzes zu, wo ihr schon, ja, ein bisschen entfernt sind sie ja, aber ihr könnt die Rüstung rot schimmernd, fast bluttriefend, mehr metallisch, sehen und, ihr könnt auch wohl noch das leise Flüstern hören, aber dann sind sie bereits in der Mitte des Dorfplatzes, wo sie dann aufeinandertreffen. Zeitgleich wird sich die Einheit von Oberleutnant Tioma zunächst nach den einzelnen Geschützen richten. Da allerdings, ja, das eine Geschütz ist wohl verlassen, auch der Bock. Da flieht gerade eine einzelne Person, die wird allerdings ohne Probleme niedergemacht. Während auf dem Ober- und Hauptdeck die Schützen sich noch ein bisschen, ja, versucht haben zu sammeln, nachdem ihnen eben 3 ihrer Kameraden genommen worden sind. Und ja, das ehemalige Schiff, einige Leute, die noch darauf stehen, die noch versucht haben, ihre Rotzen abzuschießen, werden einfach erschossen von oben herunter. Die Schützen haben hier leichtes Spiel und sind hier gerade damit beschäftigt, die einzelnen Leute, die dann entweder im Wasser treiben oder noch versuchen, sich auf das Holz zu retten, werden niedergemacht. Und auch die Einheit von Oberleutnant Drachhorst möchte versuchen, die Flanke zu schließen.
strömt aus. Auch hier wieder einige kurze Scharmützel. Einmal ein paar Häuser, die gesichert werden. Danach laufen die Leute wieder zurück, schauen sich die mittleren Rotzen an und versuchen, den Befehlen zu folgen, sodass sie ja die Flanke hier dicht machen. Und hier treffen sie dann auf ein paar Kamortgardisten, die das Gleiche hatten. Die strömen gerade aus dem Haus hinaus, aus dem ja wohl offensichtlich eine Taverne, eine Herberge, strömen sie hinaus und laufen dann in die Richtung, um hier die Leute abzufangen. Was tut ihr? Sieht man den Golem schon? Nein. Dann tue ich, wie mir geheißen, halte die Stellung. Jarlan hält die Stellung. Das war mein Befehl. Er fährt aus, lässt am hinteren Ende des Baumes, Steuerbaumes, eine Kucköffnung wachsen, sodass er das ganze Schlachtfeld von oben begutachten kann, um fliehende Feinde, aber auch heranstürmende Verstärkung frühzeitig zu erkennen. Ja, Jarlan, während du hier hinten abwartest, kannst du sehen, wie wohl Ugdan gerade mit, oh Gott, 30 Gefangene, sie laufen und strömen aus dem Schiff hinaus. Du wusstest gar nicht, dass sie da sind, alle bewaffnet und mit ihren Schwertern erhoben rennen sie jetzt mit einem lauten Schrei für Praios, genauso wie es wohl Praiodini getan hätte, aus dem Schiff hinaus und biegen dann nach links ab. Brüll ihn dann nochmal nach, für Praios! Und blicke mich dann um, ob ich Kiaras irgendwo sehe. Er müsste ja noch hier sein. Hoffe ich mal. Nope. Er ist sofort mit losgegangen. Und in dem Ziel sofort die von uns aus gesehene rechte Flanke, also hinter Ugdan her, diese Flanke sofort zu brechen und den Gegner zu umkreisen, folge ich diesen Leuten. Gut, dann blicke ich Myria an. Ruf irgendwas im Sinne von, weißt du da was von? Aber es geht vermutlich im allgemeinen Getöse auch runter. Und da das jetzt nicht wichtig ist, wird es dann auch fallen gelassen. Was ist mit Ahmad? Ja, der würde tatsächlich jetzt gerade erst auftauchen. Helden kommen immer zuletzt. Er würde dann jetzt hier an den letzten verbliebenen Söldnern und Jarlan und Myria vorbeigehen. Eben von ihm einmal nochmal zunicken. Sich dann hier vorne auf die Rampe stellen, einen tiefen Atemzug nehmen. Ah, der Geruch eines Schlachtfelds. Wie ich diesen Geruch verachte. Und dann orientiert er sich kurz, schaut nach rechts, wo die Flanke gerade einzubrechen droht. Verstärkung, die dorthin läuft. Links, dass dort auch scheinbar die Feinde gewinnen. Doch trotz allem scheint sich Ahmad für die Mitte zu entscheiden. Er zieht seinen Rondra-Kamm und rennt völlig alleine zu den anderen Leuten, ihnen hinterher. Okay, ja, du kannst sehen, wie gesagt, die Jäger, beziehungsweise die Henker vom Näher oder die Leute, die unter Bronze-Kommando jetzt stehen, sich auffächern und ja, jetzt in diesen Halbkreis hineinlaufen, der von der Kamortgarde gebildet ist. Und während du dann hineinstürmst, kannst du sowohl Bewegungen hinter den Fenstern erkennen, von den einzelnen Gebäuden. Und noch ehe du ja dort ankommst, um vielleicht etwas sie zu warnen oder so etwas, kannst du sehen, wie sie dann aus den verschiedenen Häusern ebenso rausströmen. Es hört gar nicht auf. Und plötzlich sind die Leute eingekreist. Das ist nicht gut. Ich sehe die anderen Typen aber noch nicht, die einkreisen sollen. Ja, gebe ich jetzt alle nach und nach frei. Autsch. Das sind ziemlich viele. Sind noch nicht mal alle, glaube ich. Doch, das sind jetzt alle. Also die werden nur von einer Seite eingekesselt. Ja, genau. Also hier war nur wohl eine einzige drin und hier war gar keiner drin. Und ja, dann, also so ein U ist es halt eben. Ein Bronderjäger steht hier hinten, oder wie? Und der Jäger steht hier, der ist jetzt noch so ein bisschen nachgegangen, versucht das jetzt gerade so ein bisschen zu dirigieren, versucht jetzt nachzuziehen, aber er ist halt ausgebildeter Artillerist und hat hier gerade, ja, er ist wirklich so gerade so ein bisschen echt verzweifelt, er braucht echt Hilfe. Du kannst da wohl sehen, wie jetzt Helden gefragt sind.
Ja, sehe ich denn die Anti-Helden, die da gerade zum Beispiel einen Greifenbanner und einen Henker vom Nähen mit einem Schlag gleich zwei niederhieben oder was auch immer? Du hörst ihn. Das ist das Erste, was du machen kannst. Wenn du aus dem Schiff hinaus trittst, kannst du eine Befehlsstimme hören, eine donnernde Stimme, die in dem gesamten Dorf zu hören ist. Quasi alle können das hören. Und er ist auch derjenige, der hier für am meisten Blut sorgt. Ein Oberst, der hier, klein wie er ist, ist wohl eine Art Zwerg mit einem mit einer sehr archaischen Waffe steht. Du kannst dir nicht genau zuordnen, was es ist. Erinnert dich an ein paar alte Sagen aus dem Bosporanischen Reich noch und führt hier gerade einige Schläge in Richtung der jetzt anstürmenden Henker vom Näher, die hier nur mit einer Axt bewaffnet sind und sucht dir gerade für viel, viel Blut. Du kannst zu deinem weiteren sehen, wie wohl Aldare hier auf dem Dorfplatz liegt und ihr fehlt der Kopf. Das ist nicht gut. Aber ja, Ahmad würde dann, während er da drauf zuläuft, den Mann mit seinen Augen fixieren und ein mit der Macht Rondras zu einem ehrenhaften Zweikampf fordern. Das dauert 10 Aktionen. Ich weiß nicht, ob das 10 Aktionen dauert, bis ich da bin. Ja, also wenn du das so, du kannst dich so ein bisschen umgucken. Also ich kann es auf Reichweite Sicht machen. Also wie gesagt, das dauert jetzt hier so um die 2-3 Minuten, bis jetzt hier dieses Geplänkel dann entschieden ist oder fast entschieden ist. Das heißt, 10 Aktionen hast du auf alle Fälle Zeit. Du kannst dann also in so einen kleinen Laufschritt verfallen und kannst dann auf ihn zugehen, eilen und währenddessen dann deine Liturgie sprechen. Die 10 Aktionen wirst du auf alle Fälle haben in diesen Kampfrunden. Alles klar. Ja, dann, dir zu Ehren kämpfe und streite ich. Dir zu Ehren, nur in deinem Namen. Dir zu Ehren, ich leb. Dir zu Ehren, ich sterb. Dir zu Ehren, bis in die Ewigkeit. Und dann brülle ich auch nochmal so laut, ich kann, für Rondra! Und ja, dann auf den Berg zu. Ja, der knurrt dich einfach nur an. Belhalla, hilf mir! Und geht dann auf dich zu. Oh yeah! Du siehst, wie ein riesiger Kreis um dich gebildet wird. Einige Schützen, die wohl von der Roten Legion stammen, haben sich wohl hier oben auf die Häuser draufgestellt und einige Pfeile, die während du auf ihn zugehst, einfach an dir vorbeifliegen. Sie sind gut gezielt geworden, aber fliegen einfach nur wirkungslos in den Sand. Weitere Pfeile, die auf dich abgeschossen werden, kein einziger trifft. Ich reite langsam auf ihn zu. Die Leute um mich herum scheinen, ohne dass sie es wirklich zu bemerken, von unserem Kampf Abstand zu gewinnen, sodass dieser Mann nicht im Eifer seines Wahns trotzdem noch nach anderen Leuten schlagen kann. Und so bildet sich ein kleiner Kreis mitten im Gefecht, in dem nur Ahmad und Exmus stehen. Die Augen von Ahmad glänzen ein wenig. Und er grinst ein wenig überheblich auf den Zwergen hinab. Dein Dämon kann dir nicht helfen. Du wirst nun die wahre Macht der Götter spüren. Hörst du das Trampeln der Schritte? Rondra ist nicht hier. Du siehst, wie wohl Blut aus seinem Mund fließt, obwohl er ja noch keine Wunde hat. Sein Zahnfleisch ist blutig. Genauso wie seine Waffe. Du hast dein Leben verfehlt. Du hast dich den Göttern abgewandt, um Stärke zu suchen. Heute soll Rondra entscheiden, ob du gerichtet wirst oder nicht. So, und damit würde ich ihn dann das erste Mal angreifen. Okay, Romini, was willst du tun? Nun, da ja die beiden Wachen hier vermutlich auch mittlerweile fort sind. Nö, die stehen da immer noch. Umkreisen, niederknüppeln. Ja, ihr strömt plötzlich aus den Häusern heraus und macht die beiden roten Legionäre einfach nieder. Es kommt hier zwar zu ein paar Verletzungen, aber das ist nichts, was ja die Leute auffällt, weil wenn 25 dann hier rausströmen, können die beiden quasi wenig tun.
Die Waffen, Rüstungen sollten meine... Damit bekommst du deine eigene kleine Schlachteinheit. Die sollen hier vom... Achso, du willst jetzt zwei Leute mit Bögen ausstatten? Wenn die Bögen haben, mitnehmen. Bögen sind immer gut. Wenn die damit umgehen können, umso besser. Sehe ich mittlerweile Ugdan und seine Truppen dort, wo ich sie haben wollte? Ugdan und seine Truppen stehen hierhin. Und warten. Sollten eigentlich dahin und warten. Aber okay, falsche Befehlserteilung von mir scheinbar. Ja, dann führe ich meine Truppe mit mir an vorderster Front mit einem für ein neues Leben. Auf die Wiedergeburt, Bruderschwestern. Und ab geht's. Ups, bin vergessen. Ja, während dann fallen wir den Herren in den Rücken und ich brüll dann Ugdan, vorwärts! Ja, während du dort stehst und die sammelst, kannst du auch sehen, wie eine riesige Kreatur um die Ecke biegt, gemeinsam mit einem thulamidisch aussehenden Mensch. So etwas Riesiges hast du noch nie gesehen. Derweil Yalan bleibt weiter am Schiff, vermute ich. Och ja, oder kommt der Golem jetzt langsam raus? Der Golem, du kannst die Schritte hören. Es donnert. Zuerst könnt ihr spüren, das gilt jetzt auch gerade an Kiaras. Der Sand läuft unter dir zurück, rieselt in die ausgetretenen Fußstapfen. Ihr habt hier eine kleine Schlachtformation gebildet, nichts, was irgendwie dramatisch wäre, ein wenig Geplänkel. Ihr seid hier, auf alle Fälle in der Überzahl. Dann wieder ein leichtes Zurückrieseln des Sandes. Irgendetwas kommt näher. Mit deiner unheiligen Präsenz, du kannst spüren, wie sich deine Nackenhaare aufrichten. Eine weitere Erschütterung. Und dann schiebt sich etwas Massives um die Ecke. Ein lebender Baum, gigantisch, größer als jeder Schrat, den du aus den Geschichten kämpfst, stapft euch entgegen. Die Erde zittert und windet sich unter den Tritten der Kreatur. Du kannst das frische Holz riechen. Maraskanische Thule, Lebensbaum, tonnenschwer. In Rondras Namen, was ist denn... Aber Effers Schwanz. Leute, vermehrt euch! Männer, stell mich um. Ihr verstärkt die linke Flanke. Mir nach.